Hallo und herzlich willkommen zum Audiorezept für Blitzkuchen. Blitzkuchen, rühren, backen und fertig. Für eine Kastenform werden folgende Zutaten benötigt: 150 Gramm Weizenmehl, Type 405. Packung Backpulver: 2 große Eier, 100 Gramm Puderzucker, 100 Gramm gemahlene Haselnüsse oder Mandeln, 70 Gramm Pflanzenöl. 375 Gramm Kimiku. Folgende Utensilien werden benötigt: Kastenform, Backgitter, Schneebesen, Teigschaber, Küchenwaage, Kuchengitter. Zubereitung Das Backrohr auf 190 Grad Celsius vorheizen. Das Mehl mit dem Backpulver verrühren. Chimico glatt rühren und die restlichen Zutaten, außer dem Mehlgemisch, zufügen und gut verrühren. Das Mehlgemisch und den Teig rühren und diesen in eine Kastenform füllen. Auf mittlerer Einschubleiste nicht zu braun backen lassen, optimaler Garpunkt, siehe Holzstäbchentest. Den Kuchen aus dem Backrohr entnehmen, 10 Minuten abkühlen lassen und auf ein Kuchengitter zum Auskühlen geben. Zubereitung. Der Kuchen vor dem Backvorgang. Als Beilagen eignen sich. Kaffee, Tee, Vollmilch oder heißer Kakao. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit.